begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu unserem Maiburg-Anstich. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spänle. Er wird in wenigen Minuten die wichtige Amtshandlung des Fassanstiches vornehmen. Die Schläge zählen wir mit, das ist klar. Ich begrüße Herrn Bundestagskandidat Dr. Wolfgang Steffinger. Herrn Landtagskandidat und Stadtrat Robert Brannekemper. Sowie unseren Bezirksrat Anton Spittelbauer. Sehr herzlich begrüße ich die Stadträtin Frau Eva Keim, Herrn Marian Uffmann und Herrn Robert Brannekemper. Ja, tut mir leid, er hat die beiden Funktionen Ehre und Ehre gebührt, nicht wahr? Das ist ganz klar. Und der Milli kommt da schon. Ja, schon. Das darf jetzt ein Dings machen. So, alles Die Gentleiten ist Ihnen auch bekannt. Dort werden wir ungefähr 30 Millionen auszugeben haben für ein neues Eingangsgebäude, für eine neue Gaststätte, um hier also dem Anforderungen nach 40 Jahren einen neuen Schub zu geben. Und was Sie hier im Vierteljahr immer wieder mal mitbekommen, wir haben auch die Möglichkeit, ob es jetzt das Weihnachtskonzert in St. Michael war, ob es das inzwischen schon sechste Wirtshaussingen war oder demnächst Mitte Juli werden wir hier in der Kirche ein wunderschönes Konzert haben, das uns der Finanz Schubert macht. Und diese Gelegenheiten nutze ich natürlich, dass das immer auch bei uns oder dieser Benefizvorgang, den wir vor kurzem für die guatemaltekischen Kinder gemacht haben, wo wir 1350 Euro an einem Abend Volksmusik, nicht Lions Club, sondern Volksmusik erzielt haben. All das können wir dann natürlich hier mit einbeziehen, auch zum Wohl unserer Bevölkerung in Bogenhausen, im Berg am Leim, in Heidhausen, in der Au. Und das ist auch der Grund, warum ich wieder angetreten bin. Und deswegen bitte ich Sie auch, mich am 15. September entsprechend zu unterstützen, damit ich diese Arbeit erfolgreich fortsetzen kann. Vielen Dank. Unser Bundestagskandidat Dr. Wolfgang Steffinger. Bitte, Wolfgang. Ja, lieber Franz, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Staatsminister Ludwig Spänle, erstmal ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite hier zum Maibock-Anstich, der zur Tradition werden soll, wie ich. Aber nicht die Form des Anstechens. Das hätte ich mir nie sagen trauen. Also, eben, also ich glaube, der Versammlung hat es gefallen, oder? Also, das hat alles passt. Wunderbar. Super. Die also zur Tradition auch werden soll. Von daher ein herzliches Vergelt's Gott an den Ortsverband hier, der diese Tradition des Maibocks auf dem Berg am Leim pflegt. Der Maibock hat ja eigentlich den Sinn, ich habe heute extra noch mal ein bisschen recherchiert, dass er ja auch den Frühling einleiten soll. Jetzt habe ich mir heute die Frage gestellt, entweder hat der Frühling noch nicht mitgekriegt, dass es schon einen Maibock gibt, oder der Maibock ist heuer zu früh dran. Also irgendwie ist da diesmal leider ein bisschen was schiefgelaufen, aber ich denke, dass wir das auch ändern können oder hoffen zumindest, dass es in den nächsten Jahren dann auch vom Wetter her entsprechend besser wird. In Berlin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der Maibock schon angezapft worden, war vor kurzem ja, in der Zeitung gestanden.
Und ich werde auch diese Tradition, sofern mir die Wählerinnen und Wähler hier das Vertrauen schenken, wofür ich jeden Tag werbe, dann auch hier die Erfahrungen aus Berg am Laim mit nach Berlin nehmen und natürlich sie kraftvoll in Berlin vertreten. Dafür kämpfen wir und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen heute einen schönen, einen angenehmen Abend. Damit freuen wir uns, wenn wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ja, alles Gute für Sie, für uns alle und vor allem ein schönes Wieder. Lieber Ludwig, liebe Gäste, wurde gerade gefragt, ob ich jetzt in jeder Funktion rede, aber ich rede heute nur in einer Funktion. Keine Angst. Ab fünf Grußworte beginnt die moderne Form der Christenverfolgung. Die Mandatsträger werden wissen, was das ist. Gibt ja Veranstaltungen, dann gibt es 10 Grußworte und es dauert dann 1,5 Stunden, bis ab der Hauptredner mal auftreten darf. Das wollen wir aber heute nicht so lang handhaben. Zum Erstmal ein herzliches Dankeschön an den Ortsverband, an den neuen Vorsitzenden, an die neue Vorstandschaft für diese Veranstaltung. Ich war ja schon öfters als Kreisvorsitzender hier Gast in Berg am Laim und hatte immer den Eindruck, ich bin auf einem Klassentreffen von lauter 80-Jährigen. Bei jedem Besuch werden es weniger statt mehr. Diesmal ist es andersrum, der Saal platzt aus allen Nähten. Und deswegen mein Kompliment an den Vorstand und den Vorsitzenden und ein herzliches Dankeschön, lieber Franz und liebe Kollegen, lieber Dieter Kohler, wie sie alle heißt, dass ihr heute gesagt habt, wir machen das und der Erfolg, der volle Saal gibt euch recht. Vielen Dank dafür. Ja, man müsste heute über viele Themen reden, über rot-grüne Steuerkonzepte, die uns die letzten Wochen erreicht haben, dass wir jetzt keine 400-Euro-Jobs, Minijobs mehr brauchen sollen. Warum es in der Stadt so wenig Kinderkrippen und Hortplätze gibt, könnte man auch einen ganzen Abend reden. Man könnte reden, warum die Kliniken mehr oder minder pleite sind, Eva Keim. Und da die Leistungen immer schlechter werden. Aber das wollen wir heute nicht tun, weil wir hören ja, warten wir gespannt auf die Rede des Schatzministers. Deswegen nur ein paar Anmerkungen. Einmal will ich zwei Punkte ansprechen. Das eine ist das Thema Wachstum und Wohnen in der Stadt. Das heißt, wir brauchen mehr Wohnungen, es muss mehr gebaut werden, alles richtig. Aber wenn ich täglich durch die Stadt gehe und sehe, wie auch die Viertel draußen mit dem gewachsenen Wohnraumbestand, wie die sich täglich verändern, bestehende Gebäude weggerissen und durch doppelt so große ersetzt werden, wie jede neue oder jede Fläche, die da ist, durch ein neues Wohngebäude ersetzt wird, immer weniger Erholungsflächen in der Stadt da sind, dann muss ich feststellen, dass mir da schon Angst wird und ich der Meinung bin, dass wir darauf aufpassen müssen, bei allem Erfolg, den wir haben wirtschaftlich, dass München auch München bleibt. Dass München seine Tradition, sein Gesicht und auch seine Art und seine Aussehen und Identität, genau, es kommt der richtige Stichwort, die bewahrt. Es werden manche sagen, wie kriegt man dann das hin? Ich denke mal, die CSU Oberbayern und München haben ja jetzt eine gemeinsame Arbeitsgruppe. Und wir sagen, was 72 geschafft wurde, dass wir ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrssystem damals mit der S-Bahn auf den Weg gebracht haben. So ein neues System brauchen wir auch in Zukunft. Dass wir die Regionen, dass wir das Wohnraumproblem, das können wir als München, wenn wir unsere Attraktivität nicht kaputt machen wollen, alleine nicht lösen. Das können wir nur gemeinsam mit den Regionen, mit den Landkreisen außenrum lösen. Und dazu brauchen wir ein schnelles S-Bahn-System, damit die Menschen schnell nach München hereinkommen und auch Familien sich sozusagen Wohnraum leisten können und dass wir den Wohnungsanstieg begrenzen in der Stadt, die Preise nicht ins Unendliche schießen lassen, aber dass eben die Chance besteht, schnell nach München zu kommen,
hier zu arbeiten, aber draußen zu wohnen, das kann nur eine gemeinsame Anstrengung von Stadt und Landkreisen sein. Und wenn Sie mit den Bürgermeistern draußen reden, dann sagen die zum Teil, ja, ich habe keine jungen Leute mehr in meinem Ort, die ziehen alle nach München. Das ist ein Trend, der nicht gut ist, weil die wohnortnahe Schule, das Gymnasium im Landkreis damit auf Dauer gefährdet sind. Und über einen zweiten Punkt müssen wir reden. Das ist die Frage, die wir in unserer täglichen Rathausarbeit kennen, Eva Keim, Marian Hoffmann. Wenn heute jemand einen Schicksalsschlag erleidet, er verliert seinen Arbeitsplatz, er verliert seine Wohnung, dann braucht man einen starken Fürsprecher, damit er nicht sozusagen im Behördenwirrwarr völlig untergeht. Die beiden Kolleginnen und Kollegen wissen, was ich sage, weil die sind täglich oder wöchentlich mit solchen Fällen wie ich auch beschäftigt. Das ist ein Punkt, der mir zu denken gibt. Wenn Sie heute von Verwaltungsdienststellen was wollen, Kultusministerium ausgenommen, dann geht es Ihnen wieder Buchbinder Wanninger. Ja, ich bin nicht zuständig, ist andere Stelle zuständig. Rufen Sie da an, dann rufen Sie da an, heißt, sind wir nicht zuständig, rufen Sie bitte schön dort an. Der schwarze Peter wird von A nach B verschoben. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wenn der Bürger zu schnell fährt oder die rote Ampel fährt, dann kriegt er gleich einen Bescheid. Da ist die Verwaltung wunderbar. Aber wehe, er hat ein Problem, das jetzt nicht so simpel abgedeckt wird, dann geht es ihm schlecht. Und wir müssen uns wieder mehr darum kümmern, dass die Verwaltung für die Menschen da ist und nicht die Menschen für die Verwaltung. Zu erleichtern. Und das habe ich so oft das Gefühl, dass das nicht immer im Fokus der täglichen Arbeit steht, weil tagtäglich werden wir mit Papierbergen überschüttet, Beschlüsse noch gefasst. Jetzt vor der Sommerpause muss alles noch schnell durch den Stadtrat gepumpt werden, damit die Verwaltung dann über die Ferienzeit damit weitermacht. Das sind so die zwei großen Aspekte. Und zum Schluss, der Franz Geis hat mich gefragt, alle erwarten jetzt ein Freibier heute Abend. Was machen wir jetzt? Jetzt habe ich gesagt, dann müssen wir auch irgendein Getränk ausgeben. Und dann kam mir gestern der Hinweis nochmal, wie ich den Bericht über den Flughafen in Berlin gelesen habe, den Unterschied zwischen der CSU Berg am Laim und der SPD Berlin. Die CSU Berg am Laim sagt, das kostet 300-400 Euro, das ist teuer, das können wir uns nicht leisten. Berlin hat mit Milliarden Schulden, sagt, wir bauen uns einen Geister-Airport, der im Monat 20 Millionen Euro nur für Beleuchtung, Unterhalt und Wartung kostet. Und dieser Spitzenflughafen, an dem noch nie eine Maschine gestartet und gelandet ist, der muss jetzt noch jahrelang nachgebessert werden oder monatelang nachgebessert werden. Ich hoffe nicht Jahre. Und da habe ich gesagt, lieber zahle ich heute dieses Freibier, das wird so 300-400 Euro kosten. Dafür könnte man gerade mal eine Minute in den Berliner Flughafen unterhalten. Und deswegen trinkt mal lieber heute euren Maibock, statt dass wir sozusagen Steuergelder nach Berlin transferieren. In diesem Sinne auf unsere Landeshauptstadt München, unsere geliebte Heimat Bayern, ein Prost und wünsche allen einen schönen Abend. Applaus